Moin Leute, ich bin's Julian und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Own Galaxy. Und heute geht es endlich mal wieder um nützliche Apps, und zwar um Apps, die dein Leben verbessern können. Und da ich gerade auf einem Roadtrip mit Colin und Felix bin, sind die heute auch mit am Start. Von daher würde ich sagen, legen wir direkt los. Auf geht's! Die erste App für heute nennt sich Fabulous und verbessert unser Leben in der Hinsicht, dass sie ganz einfach dafür sorgt, dass wir einen geregelteren Tagesablauf haben, Dinge nicht mehr vergessen, gesünder leben und einfach mehr Motivation haben. Zum Beispiel kann die App ganz einfach uns daran erinnern, dass wir immer genug Wasser trinken oder uns auch generell gesund ernähren. Und hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Features, die alle echt cool sind. Und ich finde darüber hinaus auch das Design sehr schön gemacht. Von daher probiert die App gerne mal selber aus. Und wenn wir gerade schon bei Gesundheit sind, möchte ich euch mal noch eine App vorstellen, die sicherlich einige von euch schon kennen und die ich tatsächlich auch selber benutze, ob man es glaubt oder nicht. Und zwar geht es um die 7-Minute-Workout-App, was halt einfach eine App ist, die es einem ermöglicht, in relativ kurzer Zeit einen sehr effizienten Workout hinzulegen, den man wirklich überall machen kann, ganz egal, ob ein Fitnessstudio in der Nähe ist oder nicht. Das Konzept ist aber relativ simpel. Die App gibt einem verschiedene Übungen, wie zum Beispiel Hampelmänner oder Push-Ups oder Wall-Sits und so weiter und so fort, und erklärt die gleichermaßen, wie sie einem auch einen Timer gibt, wie lange man sie machen muss. Es ist relativ clever konzipiert. Man sieht sowohl auf dem Display, was man machen muss, und bekommt per Audio quasi über den Lautsprecher des Handys angewiesen, was man machen muss. Und dann kann man immer ein paar Sekunden lang eine Übung machen, eine kleine Pause machen und dann mit der nächsten Übung anfangen. Und so hat man innerhalb von 7 Minuten eine ganze Reihe an Übungen durchgemacht, die alle auch deutlich anstrengender sind, als man sich das vielleicht vorstellt. In einem meiner letzten Videos habe ich euch ja bereits erklärt, wieso ich YouTube jetzt Vollzeit mache und dass ich persönlich es für sehr wichtig halte, dass Leute beruflich genau das machen, was ihnen Spaß macht. Und deswegen habe ich mich jetzt umso mehr gefreut, als Talent Hero mich angefragt hat, um diese Episode zu sponsern. Denn Talent Hero ist eine App, mit der ihr euren perfekten Ausbildungsplatz finden könnt. Das heißt, wenn ihr euch am Anfang noch nicht schlüssig seid, was möchte ich überhaupt für eine Ausbildung machen, könnt ihr mit Talent Hero einmal erfahren, was denn vielleicht möglich wäre. Denn ihr könnt hier ganz einfach Angaben darüber machen, welcher Bereich euch interessiert, was ihr so für Tätigkeiten in eurem Beruf machen möchtet. Und dann gibt euch Talent Hero einfach ein paar Vorschläge an Ausbildungsberufen, die zu euch passen könnten. Und wenn dann einer davon genau der richtige für euch ist, könnt ihr euch auch in der App direkt dafür bewerben, was ich ziemlich clever finde, denn das vereinfacht den Prozess einfach enorm. Das heißt, ihr legt euch ein Profil an, ladet eure Zeugnisse und weitere Dokumente hoch, beantwortet letztendlich noch ein paar Fragen und schon könnt ihr eure Bewerbung abschicken, was ich alles in allem wirklich sehr, sehr praktisch finde. Von daher könnte diese App auf jeden Fall euer Leben verbessern. Eine App, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist Boxcryptor. Die erlaubt euch nämlich unabhängig von eurem genutzten Cloud-Service einen Ordner zu verschlüsseln. Das heißt, ihr könnt Dokumente einfach in den Boxcryptor-Ordner legen und über zum Beispiel Dropbox dann synchronisieren. Das bringt euch den Vorteil, dass ihr zum Beispiel Scans von eurem Personalausweis immer griffbereit habt und dabei auch noch komplett abgesichert seid. Eine App, die mir persönlich immer wieder das Leben enorm erleichtert, ist WeTransfer. Denn gerade wenn man viel mit Videos oder großen Dateien zu tun hat, ist es enorm praktisch, wenn man die ganz einfach über eine App versenden kann. Und genau das funktioniert mit WeTransfer kostenlos bis zu 2 GB. Und was mir daran so gut gefällt, ist der simple Aufbau. Denn man geht einfach in die App hinein, wählt die Datei aus, wählt den Empfänger aus und schon kann man das Ganze einfach hochladen und verschicken. Und das ist halt besonders wichtig, wenn ihr halt größere Dateien immer mal wieder an irgendwelche anderen Leute verschicken wollt. Gerade als ich noch in der Schule war, hat mir eine App immer wieder den Arsch gerettet, und zwar nennt sich diese Duolingo. Und Duolingo sorgt ganz einfach dafür, dass wir verschiedenste Sprachen ganz einfach lernen können. Denn Duolingo ist einmal kostenlos, was schon mal für so eine Sprachenlern-App wirklich unüblich ist. Und darüber hinaus verfolgt es einen spielerischen Ansatz. Das heißt, wir bekommen immer wieder kleinere Aufgaben, die wir halt spielerisch lösen müssen, um halt in der Sprache immer besser zu werden. Und das gefällt mir alles in allem wirklich ziemlich gut. Auch eine sehr coole App ist IFTTT. Hier ist der Name komplett Programm. If this then that heißt, wenn dies dann das. Ihr könnt einstellen, dass eine gewisse Aktion ausgeführt wird, wenn ein Ereignis eintritt. Das funktioniert wirklich mit tausenden Services. Um euch hier mal ein ziemlich einfaches Beispiel zu nennen: Ihr könnt einstellen, wenn ihr eure Bluetooth-Kopfhörer mit eurem Handy verbindet, startet automatisch die Musik. Die Einsatzmöglichkeiten hier sind unendlich. Ihr müsst einfach mal die App runterladen und selber rumprobieren, was die App so kann.
Eine App, die für viele wirklich sehr, sehr praktisch sein kann, ist blitzer.de. Denn blitzer.de warnt uns ganz einfach davor, wenn wir uns einem Blitzer nähern. Und das kann natürlich einmal praktisch dafür sein, ganz einfach Bußgeld zu verhindern. Aber für mich persönlich ist es auch immer wieder praktisch, um ganz einfach nicht so erschreckt zu werden. Weil ich persönlich habe die Angewohnheit, wirklich stark zu bremsen, wenn ich den Blitzer sehe. Und das kann halt wirklich in vielen Situationen einfach komplett übertrieben sein und halt auch zu gefährlichen Situationen führen. Von daher ist die App wirklich in vielerlei Hinsicht praktisch. Die nächste App, die ich euch vorstellen möchte, nennt sich Airbnb. Und ich weiß, viele von euch kennen diese Plattform schon, aber ich wette, dass viele von euch sie auch einfach, obwohl sie sie kennen, noch nie ausprobiert haben, weil man da einfach so ein bisschen seine Bedenken hat. Aber ich als Heavy Airbnb-User kann euch sagen, dass ich sehr überzeugt von der Plattform bin und es jedem von euch nur ans Herz legen kann, da einfach mal einen Schritt zu wagen und dort eine Übernachtung zu buchen. Denn im Endeffekt ist Airbnb eine Plattform, die es euch erlaubt, entweder Ferienwohnungen, Gasträume oder auch Wohnungen von anderen Leuten zu mieten, während sie gerade nicht da sind. Das klingt erstmal ziemlich abschreckend, weil man sich ja normalerweise denkt, oh, ich will viel lieber in einem Hotel schlafen, als bei irgendjemandem Fremden zu Hause. Aber der Vorteil dabei ist halt eben, dass diese ganze Übernachtungsgeschichte dadurch viel persönlicher wird. Wenn man in irgendwelchen Städten ist, in denen man noch nie war, hat man direkt eine Bezugsperson, die man irgendwie über die Plattform kennenlernt. Man trifft super viele nette Leute und naja, kann Städte halt einfach viel intensiver erleben, weil man halt nicht so abgeschottet in einem Hotel lebt, sondern wirklich in der Stadt. Das war es auch von diesem Video. Ich hoffe, da waren coole Apps für dich dabei. Falls ja, zeig es doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn du nicht genug von uns bekommen konntest, schau dir doch ganz einfach unsere Vlogs an. Diese verlinke ich euch alle unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort schon wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.